Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim mit Mods. Ja, ich hatte Verkauf gehabt, wir waren ja immer noch in Labyrinthion und haben jetzt mal angeschaut, was wir am besten hier ausbauen. Die Auswahl ist ja riesengroß wie immer. Und ich habe mich entschieden, wir gehen ein bisschen erstmal Feinlichkeit. Ich hatte überlegt, auch Destruction ein bisschen auszubauen, aber ich will erst mal sehen, was die besten Zauber sind, um mich dann für eine Magieschule zu entscheiden und die zu perfektionieren. Was wir jetzt auf jeden Fall ausbauen, ist Backstep beim Schleichen hier. 25% mehr Schaden und kritischen Schaden mit Dolchen, wenn wir von hinten angreifen. Und dann, wenn wir die Nook haben, werden wir das dann nochmal später ausbauen. Jetzt müssen wir es erstmal so lassen. Und ja, dann wollte ich so ein bisschen in die Richtung hier hoch. Aber so weit kommen wir jetzt noch nicht. Gut, was wollte ich noch ausbauen? Ich hatte ein bisschen Zeit gehabt und habe meine Chemiekenntnis ein wenig verbessert. Der Ziel ist, an die Spitze zu kommen, weil da ein toller Skill ist, den ich gerne haben möchte. Der Weg dahin ist jetzt nicht ganz so spannend, aber wir müssen ihn natürlich gehen. Und zwar, kleiner Moment, habe ich mich entschieden, dass wir Witchmaster nehmen. Wenn wir den positiven Trank trinken oder Inkredenzie essen, dann haben wir eine 50% Chance, noch einen zusätzlichen Bonus zu bekommen. Und ja, das ist vergleichsweise noch gut. Dann wollen wir eigentlich dann nach oben gehen, aber so viele Erfahrungspunkte da drin haben wir noch nicht. Vision habe ich mir angeschaut, oder zeige ich euch auch nochmal ganz kurz. Das Bau lohnt sich hier eigentlich nicht weiter zu gehen. Das sind alles so sehr spezielle, die nicht zu meinem Spielstil passen. Leider, weil eigentlich finde ich Illusion ganz geil. Aber mit Illusion sind wir sozusagen durch. So, das heißt, wir gehen jetzt hauptsächlich auf Archery, auf Bogenschießen. So, das brauchten wir nicht. Was ich ganz gut fand, wenn er mich denn hinlässt, ist Clean Kill. Bögen und, ja, Armbrüste 20% Schaden, wenn der Gegner voll AP hat. Das passiert bei uns relativ oft. So. Das brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht unbedingt. Snipe. Shooting Targets, you have a shot. Was für eine Pass denn sehen? Dreimal kritischer Schaden. Und doppelte Waffeneffekt, das ist natürlich extrem bei uns. Das nehmen wir. Ich habe jetzt noch gar nicht weiter geschaut. Ich dachte, ich könnte mir auch so Hawkeye Power. Einmal pro Tag kann ich die Zeit verlangsamen. Ah, das ist auch nicht so toll. So, gibt es hier noch was? Lion's Arrow. Das grants the Lion's Arrow Power. Use it to store the spell. Nein. Hunt together. Wenn man nur einen Gegner besiegt. Wird ein Wolf beschworen. Das ist nicht verkehrt. Okay, das heißt, dann müssten wir den Pfad hier abgehen. Der hier führt uns nichts, ne? Ja. Obwohl, wartet mal. Kleinen Moment. Ja, das ist nicht das, was wir jetzt brauchen. Wenn man blockt, ja, können wir ranzoomen. Kann auch die Zeit verlangsamen. Gucken wir, was auf der letzten Stufe ist. Okay. Testen wir das doch gleich mal aus, nur um zu sehen, ob das so funktioniert. So. Huch, das war Schreien. Also bei mir ist ja das Blocken. Ich muss noch kurz testen, wenn ich mein Schild ausrüste, ob ich dann wieder am Blocken ist. Mhm. Könntest du es ausrüsten? Ja, also das ist Blocken. Das klappt also nicht so gut. Schade. Ob es jetzt die Zeit verlangsamt, ist natürlich noch eine andere Frage. Achso, vielleicht muss man erstmal ran, zoomen und dann. Alles klar, alles klar. Und das verbraucht ein bisschen Ausdauer. Okay. Muss man ja wissen, wie es funktioniert. Gut. Wir machen jetzt auf jeden Fall hier weiter. Ihr erinnert euch, hier waren dann doch so relativ viel Gegner gekommen aus den Knochenhäufchen raus. Aber wir haben die alle ganz professionell weggeschnetzelt. Und ja. Dort bleiben und mit dir zusammensterben?
Sie wollte nicht weitergehen. Wir hatten keine Wahl. Einverstanden. Wir bleiben alle zusammen. Okay, ich habe jetzt allerdings nur einen gesehen. Ich weiß nicht, wer den da gesprochen hat. Mächtiger Seelenstein. Gold. Trank der ewigen Heilung. Hört schon nicht vor. So, Kerzenschein. Kann man alles gut verkaufen. Her damit. Meins. Mhm. Die Frage aller Fragen. Sehen wir jetzt nur die Darstellung oder sind das wirkliche Gegner? Da ist ein Eisengolem. Ja, die habe ich gesehen. Ich war jetzt so fasziniert. Gucken wir uns erstmal mit denen. Was? Ich versuche jetzt mal auf die zu schießen. Ich glaube zwar, dass es unsere Magier sind, aber man weiß ja nie. Hallo. Die bringt echt viel Geld an die Eisenaxt. Gehen jetzt erstmal zu der links. Gucken, was hier los ist. Okay, dann habe ich uns wirklich nur verfehlt. Schnell Dolch mal ausrüsten. Anscheinend beschwören die sozusagen D wie Drachendolch. Okay, das sah aus, als hätte ich eine Kastration durchgeführt. So. Schwarze Magierkapuzenrobe, ja. Schwer. Schleichen wir uns noch bei den anderen an. Ah, das geht dann bestimmt auf. Oh, Hängemoos. Ernsthaft? Komme ich da jetzt nicht hoch? Lass mich mal kurz gucken. Da führt kein Weg hoch, scheint mir. Bewegen wir uns mal ganz vorsichtig. Spielen mal umsichtig. Ah, geht doch ein Weg hoch. Gucken wir uns noch um. Ist hier noch jemand? Nein. Hi. Was? Da ist Morokai. Wer ist Morokai? Irgendwie hat das mit den Schleichen gerade nicht so klappt. Oh, Moos, cool. So. Wir haben doch ein bisschen Beholder, der ist immer cool. Er ist zu weit weg. Komm. Wir sollen mal den runterschubsen. So, Magierrobe, Dolch. Ich wollte ihn ja eigentlich erdolchen. So, Morokai. Morokai ist da hinten und hat echt eine gute Sicht. Ich will ganz ehrlich nicht hier mit denen kämpfen. Deswegen, wir können kämpfen. Aber dann holen wir uns noch, nee, das nicht, Sidestone. Ich schätze mal, dass das kein Gegner ist, den man unterschätzen sollte.
Er ist runtergefallen, Trottel. Okay, gucken, was er kann. Wo ist er? Da. Ein Mokai. Opfer seiner eigenen Beschwörung. Haha. So, Stab des Magnus, da ist er. Dam, 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 dam. Und der ist auch echt wertvoll. Komm, den verkaufen wir, den geben wir nicht weg. Na gut, okay. Machen wir weiter. Improved Spellcasting wir equipped, okay. Ah, Morokais Maske. Nee, so ein Jübel, meins ist besser. Gut, damit haben wir, was wir für die Quest eigentlich hier brauchten. Musik, kannst aufhören. Alles ist tot. Schauen natürlich noch, ob es was zu plündern gibt. Ja, ich weiß mindestens die Truhe. Gibt es hier noch was? Ah, auch noch Truhe. Ein Schlachterfisch hier noch drin, okay. Kann ich unter Wasser nicht kämpfen? Okay, 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 okay. Wir haben ja viele andere Mittel und Wege. Hi. Alle Schlachterfische tot? Gut. Er hat einen Granatstein gefuttert. Ja. So. Sind das Schlachterfisch-Eier hier? Ich muss die einzeln aufsammeln. Okay. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen anstrengend. Okay. So, ich will gerne noch auf seinen Tempel hoch. Hat sie ihm das rausgeschmissen? Okay, cool. Wow. Toll. Mehr war es nicht. Okay, dann war es halt nicht mehr. Aber Moment, Moment, Moment. So, wir kommen hier rein auf jeden Fall. Ist zwar jetzt wahrscheinlich nicht so gedacht, aber egal. Vielleicht kommen wir von hinten rein. Oder hier ist irgendein Hebel versteckt. Das mag sein. Während des Kampfes habe ich natürlich nicht besonders auf Hebel etc. geachtet. Ah, okay. So einfach ist es dann doch. Vielleicht mal, wer weiß, was uns hier hinten noch erwartet. Ich glaube jetzt noch nicht, dass das so fies wird. Nach dem Motto, haha, ihr habt den Boss besiegt und jetzt... Ja, jetzt kommt noch einer. Weil das ist auch nicht so beeindruckend war, der Kampf, sind wir mal ganz ehrlich, ne? Also ich hatte schon echt fiese Kämpfe gehabt. Die sind aber meist durch die Motter gemacht worden. Ein paar, da konnte man schön tricksen. Es tut mir leid, meine Freunde. Es tut mir so leid. Ich hatte keine Wahl. Es war die einzige Möglichkeit, sicherzustellen, dass dieses Monster niemals entkommt. Ich verspreche euch, so etwas lasse ich nicht noch einmal geschehen. Ich werde diesen gesamten Ort abriegeln. Gut. Ja. Wir haben ihn aufgemacht. Wurde uns so aufgetragen. Wir sind nicht schuld. Wir sind nur Dienstleister. Ah, ein Riegel. Heißt wahrscheinlich in der Abkürzung nach draußen irgendwo. Ah, Golderz, oder? Nee. Gar kein Erz? Gar kein Erz. Hm, schade. Hm? Nee. Das sah noch komisch aus. Schiratan. Sind wir Freunde?
Ihr habt es also lebend dort hinaus geschafft. Ancarno hatte recht. Ihr seid gefährlich. Ich fürchte, ich muss euch diesen Stab jetzt abnehmen. Ancarno möchte, dass er sicher verwahrt wird. Ach ja, und er wünscht euren Tod. Nichts Persönliches. Ich habe keinen Streit mit euch. Doch, ich fürchte schon. Dann töte ich dich. Ihr hättet nie herkommen sollen. Denkst du echt, du hast eine Chance? Ich habe krass viel Windresistenz. Oh, du aber offenbar auch. Ich versuche mich auszuweichen, gegen Blitze bringt das nichts. Ernsthaft, wird das so ein Duell? Ich kann auch rangehen und dich einfach erdolchen. Ich wollte nur gerne mich meinen Zauber trainieren. Wir haben eine Zeit. Oh, ich bin Eier. Okay. Derzeit plündern wir. Wir lassen uns auch so Kleinigkeiten wie einen Typen jetzt umbringen will, nicht aufhalten. Mann, geht ihm auf die Eier. Okay, ich erdolche ihn gleich. So, bitteschön, du wolltest es ja nicht anders. Ich wollte dich ehrenhaft töten, wie es im Magiergebiet war. Nein, du wolltest ja dauernd ausweichen. Und eine schöne Robe hast du. Ist jetzt meine. Vom Aussehen her, wie gesagt, toll, aber von den Werten her nicht zu empfehlen. Ich schätze mal, nach oben geht's raus, ne? Wo? Ja, wir wissen nicht, von wo er kam. Ja. Hier ist Sackgasse. Bling, bisschen Licht. Tja, wie hat er das geschafft? Ja. Er hat wahrscheinlich den Riegel von innen nochmal zugemacht. Sagen jetzt einfach so, damit kommt das glaubwürdiger rüber. So, wir sind jetzt ja oben auf unserer Labyrinthienruine. Dann würde ich sagen, machen wir Schnellreise zu Winterfeste und berichten von unserem zweifelhaften Erfolg. Was haben wir hier? Sprich mit Stick Salzplanke. Moment, das ist aber noch gar nicht Winterfeste. Was ist Winterfeste? Hä? Ist Winterfeste nicht im Nordosten? Nee, das ist Dämmerstern. Ach, ich bin viel zu weit rechts auf der Karte, Entschuldigung. So, jetzt ein bisschen orientieren. Da. Bringe 10 Fässer, die haben eh noch nicht. Beschwörung, wir haben eine angebundene Tremora, machen wir jetzt auch noch nicht. Ich kann anscheinend nicht direkt zur Akademie reisen. Gut, dann reisen wir nach Winterfest und laufen das Stückchen. So weit ist es nicht. So, mal schauen. Kurz orientieren. Da. Oder? Ja. Jemand muss etwas unternehmen. Wogegen denn? Ist das etwa Magie? Hä? Seid vorsichtig, bitte. Sagt sie nicht so, wir sollen gegen das Unternehmen. Oh. Ah. Das, was auch immer er gemacht hat. Hat sich so ausgebreitet. Teufel, hier können wir im Moment reden. Ja, du springst gleich runter. Lass das mal. Sei nicht zu beschäftigt dafür. Ja, diese magischen Anomalien, die sind einfach ein bisschen nervig.
So. Läuft hier, können wir jetzt reden? Wir sollten reden. Ihr habt überlebt! Dann habt ihr das Ding also! Hoffen wir, dass dieses Ding so mächtig ist, wie die Sijix glauben! Wo ist Mirabelle? Sie hat es nicht geschafft. Als sich herausstellte, dass wir zurückfallen mussten, blieb sie zurück und vergewisserte sich, dass es allen anderen gut ging. Was tut ihr hier draußen? Seht selbst! Alcanos Macht wächst. Wir können die Magie, mit der er sich schützt, nicht durchbrechen. Ich hoffe, euer Ausflug nach Labyrinthion hat sich gelohnt. Na klar. Ich bin direkt hinter euch. Es würde mich überraschen, wenn auch nur einer von uns diese Sache... Kommen wir da rein oder müssen wir dringend mit Hilfe des Stabes des Magnus ein? Ja, hab ich mir schon gedacht. Der wird bestimmt unter Waffen geführt. Ich könnte den noch verbrauchen wahrscheinlich, weil... Okay. Oh nein, das kommt nicht in Frage. Gegen was kämpfen wir hier? Wir haben hier eine Armada von Zauberern und ihr kriegt das Ding nicht allein hin. Wollt ihr mich verarschen? Viel zu hoch die Chance, jemanden von denen zu treffen und eine Aggression auszulösen. Warum tut denn niemand etwas? Ja, wir tun ja schon was. Ich war nur erst mal verwundert über eure Unfähigkeit. Was? Zwinge Ancano. Ich weiß nicht, was ihr im Schilde führt. Glaubt ihr, ich kann euch nicht vernichten? Ich habe die Macht, die Welt zu vernichten. Und ihr glaubt, etwas dagegen tun zu können? Ich habe keine Wirkung. Ich stehe über euch. Läuft ihr? Es wäre sehr nett, wenn du nicht reinrennst, mein anderer. Wendet ihn auf das Auge an! Genug! Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig gemacht habe. Es hieß, ich soll es auf das Auge anwenden, aber... Ich sehe nicht, dass was passiert, oder? Nicht sicher, was wir hier sehen. So. Ah, okay, in dem Moment wird er also verletzlich anscheinend. Damit macht er das Ding wieder, das unverletzlich ist. Wir müssen es zumachen. Okay. Also ganz nachvollziehen, wie weit und wie lange ich draufhalten muss, habe ich jetzt noch nicht rausgefunden. Arancano, alter Betrüger. Oh, der heilt sich zwischendurch. So ein Fiesling. Nein, das dauert doch ewig so.
besser. Oh! Sprich mit Teufeltier. Wo ist Teufeltier? Ja, das kann man mit Teufeltier sprechen, so irgendwie lustig. Ja, reden wir. Au. Wofür haben wir eigentlich Verbündete? Boah, der hat so viel AP. Verliert er fast gar nichts. Naja, das ist jetzt relativ wenig spannend, aber der Lore dient. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Schwarzes Ektoplasma, okay. Ist der Kollege hier eigentlich irgendwo umgefallen? Da. Oh, ist auch nicht schlecht, die Talmo-Robe. Sehen hübsch aus, die Dinger. Gefallen mir. Teuf dir. Hi, wie geht's dir, Alter? Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Nun ja, es ist mir recht peinlich, aber ich scheine etwas verlegt zu haben. Mein Gehirn. Ich kann meinen Destillierkolben nicht finden. Ich könnte wohl einen anderen nehmen, aber... Nun, es hört sich albern an, aber meiner hat einen sentimentalen Wert. Wenn ihr ihn zufällig seht, könntet ihr ihn mir dann bringen? Ja, aber ich dachte, ich habe ihn dir schon mal wiedergebracht. Mein Destillierkolben. Ich brauche ihn für meine Forschung, aber ich kann ihn nicht finden. Ja, der Kampf war hart. Das hat er jetzt alles wieder vergessen. Und was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Arcano ist fort. Aber was immer er mit dem Auge getan hat, dauert offenbar noch an. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Mit Quaranir. Ach, da taucht er auf, wenn man ihn braucht. Wir wussten, dass ihr Erfolg haben würdet. Euer Sieg hier rechtfertigt unseren Glauben an euch. Ihr habt euch mehr als würdig erwiesen, die Akademie von Winterfeste zu leiten. Didim, gehen leider. Woher wusstet ihr, dass ich Arcano besiegen würde? Wir können vieles sehen, was euch verborgen bleibt. Wir haben schon lange daran geglaubt, dass ihr siegen würdet. Und was machen wir jetzt? Das Auge ist instabil geworden. Es kann nicht hierbleiben, sonst könnte es eure Akademie und diese Welt zerstören. Es muss gesichert werden. Arcanos Handlungen beweisen, dass die Welt für ein solches Ding noch nicht bereit ist. Wir werden es sichern. Zunächst einmal. Jetzt habt ihr die Gelegenheit, eure Akademie weiterzuführen und euer Leben weiterzuleben. Unser Dank gebührt euch, Erzmagier. Müssen die von der Akademie überhaupt mitreden, oder? Oh. Es ist Zeit für uns zu gehen. Nehmt das Ding jetzt mit? Unser Orden wird eure Taten nicht vergessen. Alle tot für nix. Huch, da war noch ein Schatten. Ihr habt es geschafft. Die Akademie ist dank euch wieder sicher. Ich wusste, dass ihr das Zeug dazu hattet. Ich wage zu behaupten, dass die Sijiks recht haben. Meiner Meinung nach hat es niemand mehr verdient, Erzmagier zu werden. Hier, betrachtet diese als euer Eigentum. Und ebenso die Wohnräume des Erzmagiers. Yay. Wenn ihr einen Rat braucht, findet ihr mich hier. Okay, gucken wir uns nochmal die Robe schnell an.
Besser als das, was ich habe, kann sie eigentlich nicht sein. E wie Erzmagierrobe. Alzauber braucht 50% weniger Magika. Du erhältst plus 50 Magier und Magier 100% schneller. Ja, man kann nicht sehen, dass Zauberungsstand, aber man kann es vom Wert vielleicht abschätzen, dass es ein bisschen besser ist. Zum nächsten Mal. Alles klar. Also, ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, um Schluss zu machen. Damit sind wir jetzt Erzmagier, haben wir die Quest sozusagen der Magiergilde komplett geschafft. Jo, ziemlich geil. Nächstes Mal gucken wir uns ein bisschen unsere Quartiere an und schauen dann, was wir so auf der Karte noch alles machen können. Und ich hoffe, es war für euch interessant, auch wenn jetzt der Bosskampf storytechnisch schön, aber kämpferisch echt langweilig war. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal und sag alles Gute und wie immer mögen die Gaminger damit euch sein. Tschüss!